Pyramiden, Tempel, Gräber. Die Wunderwerke Ägyptens stecken voller Geheimnisse. Jetzt entschlüsselt moderne Wissenschaft die Rätsel im Land der Pharaonen. Mit neuer Technik gewinnen wir Einblick ins Leben der alten Ägypter und in die Umstände ihres Todes. Das Genie der Ägypter gibt Rätsel auf. Finden Wissenschaftler eine Erklärung für die seltsamen Krater in der Wüste? Die Landschaft wirkt postapokalyptisch, wie nach einer Explosion. Bestätigt ein Experiment die Ägypter als frühe Chirurgen? Hatten sie schon Medizin? Jahrhunderte vor den Griechen? Lässt sich mit moderner Technik erklären, warum die Hauptstadt eines Pharaos an zwei Orten liegt? Ohne neue wissenschaftliche Technik könnte man diese Tatsache nicht nachvollziehen. Uralte Spuren. Die Geheimnisse einer der ersten Hochkulturen. Im Licht der Forschung des 21. Jahrhunderts. Die alten Ägypter erschaffen eine Zivilisation, die mehr als 3000 Jahre besteht. In dieser Zeit erweitern sie das Wissen um Medizin, Kunst und Technik. Mit ihrem genialen Wissen erbauen sie die größten Städte des Altertums und bewahren eine von ihnen vor einer Katastrophe. 1939 glaubt der Archäologe Pierre Monté, die Ruinen der Hauptstadt eines großen Pharaos gefunden zu haben. Pi Ramesse. Er ließ sich von den Statuen, Obelisken und Inschriften blenden. Die Daten einer aufwendigen magnetischen Rasterung widerlegen etwa um die Jahrtausendwende seine These. Die Mauern der Stadt liegen 30 Kilometer entfernt. Was verbindet diese entfernt liegenden Orte? Tanis, im Nordosten des Nildeltas. Hier entdeckt der Franzose Pierre Monté zahlreiche Monumente, die einem der größten Pharaonen aller Zeiten gewidmet sind. Rundherum findet er Denkmäler von Ramses II., dessen Name und Abbild überall. 30 Jahre glaubt man, Monté habe die Hauptstadt Pi Ramesse entdeckt. Doch dann hinterfragen Experten diese Annahme. Er hat gar nicht erst versucht, seine These anhand gefundener Keramik zu belegen. So hätte man aber den Fundort datieren können. Ende der 1960er Jahre untersuchen Archäologen kleinere Artefakte an der Fundstätte. Doch nichts stammt aus der Zeit von Ramses II., sondern von 1000 vor Christus, also 200 Jahre nach dessen Herrschaft. Hat sich Monté geirrt? Einige stürzten sich auf die falsche Annahme, das sei die Stadt. Die Suche nach Pi Ramesse beginnt von neuem. Die Archäologie verspricht sich viel von dieser Hauptstadt, die in alter Poesie gepriesen und selbst in der Bibel erwähnt wird. Eine riesige Stadt, wohl 30 Quadratkilometer groß, etwa halb so groß wie Manhattan oder größer. Das war eine blühende Metropole mit Tempeln, Palästen, Obelisken, riesigen Statuen. Ein Denkmal der Macht von Ramses II. Die Ägyptologen gehen die Aufzeichnungen erneut durch. Monté hatte eine Quelle genutzt. Eine alte Hymne, die der Hauptstadt gewidmet ist. Dort heißt es, Pi Ramesse liege am östlichsten Nilarm im Nildelta. Die genaue Stelle wird nicht erwähnt. Im Norden Ägyptens mündet der Nil ins Mittelmeer. Hier teilt sich das Flussdelta in Arme auf. Viele sind über die Jahrtausende hinweg verlandet oder ihr Lauf hat sich geändert. Bei der Suche nach dem Standort von Pi Ramesse darf man nicht nur vorhandene Flussarme betrachten,
sondern auch die bereits ausgetrockneten. Man muss auch Arme einbeziehen, die heute ausgetrocknet sind. Monté sucht seinerzeit an einem ausgetrockneten Nilarm, dem sogenannten Tanitischen Arm. Er glaubt, dies sei der östlichste Teil des in der Hymne beschriebenen Deltas. 30 Jahre später befassen sich österreichische Geologen mit Höhenlinienkarten. Sie suchen nach Spuren alter Flussläufe. Tatsächlich finden sie einen noch weiter östlich liegenden toten Arm des Nils. Den Pelusischen Arm, 30 Kilometer von Tanis entfernt, nahe dem heutigen Dorf Kantir. 1970 entdecken Archäologen bei Ausgrabungen in der Nähe von Kantir tausende Tonscherben. Die Keramikfunde stammen aus der Zeit von Ramses II. Es sind Scherben und Gegenstände des täglichen Lebens, die die wahre Geschichte erzählen. Archäologen fragen, sind diese Funde der Beleg für den Standort von Pira Messe, 30 Kilometer von der Stelle entfernt, an der Monté sie vermutet hatte? Am interessantesten ist der Fund einer Kolossalstatue von Ramses II. Auf einem Acker. Deshalb sahen sich Archäologen den Fundort genauer an. Ein weiterer Hinweis auf die mögliche Lage von Pira Messe. Mit tragbaren Magnetometern tasten Wissenschaftler den Untergrund ab. Die größte derartige Untersuchung, die Ägyptologen je unternahmen. Mit erstaunlichem Ergebnis. Eine ganze Hauptstadt des Altertums trat zutage. Alte Straßennetze und Fundamente von Gebäuden. Alles aus der Zeit Ramses II. Doch wenn die Fundamente der Hauptstadt hier in Kantir liegen, warum befinden sich die großen Denkmäler des Pharao dann 30 Kilometer entfernt in Tanis? Sind die Veränderungen des Nildeltas der Grund? Der pelusische Arm, an dem Pira Messe lag, verlandete. Deshalb wurde die Lage des Ortes ungünstig, denn er hatte keinen Hafen mehr. Ohne Fluss kann die Stadt nicht funktionieren. Der Hafen war nicht mehr nutzbar und das betraf vor allem auch den Handel. Der Stadt gingen die Einnahmen aus. Gerät Pira Messe 150 Jahre nach seiner Errichtung wegen der Verlandung des pelusischen Nilarms in Schwierigkeiten? Möglicherweise verlegen die alten Ägypter deshalb damals Gebäude und Statuen 30 Kilometer weiter westlich nach Tanis, den Ort, den Monté entdeckt hatte. Ein fast unmögliches Unterfangen. Doch es gibt ein Vorbild. Sie hatten zuvor schon die Memnon-Kolosse von Amenhotep III. Aus den Steinbrüchen bei Kairo bis nach Luxor gebracht. 800 Tonnen transportiert, über 650 Kilometer. Ägyptologen finden Denkmäler früherer Zeiten oft in einem neueren Kontext. Die Ägypter waren gute Recycler. Dieses Recycling-Projekt hat unvorstellbare Ausmaße. Einige Obelisken wiegen 1000 Tonnen. Ein Großteil der Bevölkerung muss beteiligt gewesen sein. Ein Großereignis im alten Ägypten. Wir wissen nicht, wie lange es gedauert hat. Wahrscheinlich wurden alle Teile der Stadt einzeln verlagert. Phänomenal, all die Steine zu bewegen. Über die Entfernung. Eine fast übermenschliche Leistung der alten Ägypter. Und nachhaltig. Alternativ hätten sie völlig neu bauen müssen. Dazu hätten sie Steine gebraucht. Aus Steinbrüchen, die weiter weg sind von Tanis als Pira Messe. Es war billiger, alte Denkmäler zu nutzen und schneller. Für die Verlegung der Monumente nach Tanis und ihren Wiederaufbau werden tausende Arbeiter benötigt. Durch die Wiederbelebung der Stadt wurde sie wieder bedeutsam, an einem anderen Ort.
Die erstaunliche Leistung bedeutet, dass Monte 5000 Jahre später nicht Pyramesse, sondern eine neue Stadt entdeckt. Sie besteht aus Steinen der ursprünglichen Hauptstadt, die durch die Wüste hierher gebracht worden sind. Montes Entdeckung belegt eine der größten technischen Leistungen in Altägypten. Die Denkmäler der Hauptstadt Ramses II. Stehen bis heute in Thales. Sie bezeugen den Erfindungsreichtum der alten Ägypter. Werke wie diese werden damals stolz präsentiert, damit alle sie sehen können. Viele von ihnen liegen heute noch verborgen im Sand. Nicht nur Archäologen suchen danach. Satellitenbilder von Ägypten offenbaren ein seltsames Phänomen. Riesige Krater im Boden nahe bedeutender archäologischer Stätten. Es ist beängstigend, dass die Zahl der Löcher zunimmt. Experten ermitteln. Was ist das? Satellitentechnik ist für die Archäologie ein neuer Weg zur Erforschung der Vergangenheit. Die Weltraumbilder von 2012 verblüffen. Die Landschaft nahe den archäologischen Städten wirkt pockennarbig und postapokalyptisch, wie nach einer Explosion. Viele Stellen sehen aus wie Schweizer Käse. Während der Suche nach einer Erklärung für diese Krater taucht ein neuer und ungewöhnlicher Hinweis auf. Nicht in Ägypten, in Jerusalem. Mehr als 600 Kilometer entfernt. Israelische Behörden fanden zwei ägyptische Sarkophage bei einem Antiquar in Jerusalem. Es ist ungewöhnlich, dass solche Objekte außerhalb Ägyptens zum Verkauf stehen. Man sieht schon mal ägyptische Artefakte, die Israel ausgegraben hat. Aber ein großer Sarkophag ist untypisch für Israel. That's not typical in Israel. Leider sind die beiden Objekte durch unsachgemäße Behandlung irreparabel beschädigt. Vermutlich ist es Diebesgut, das illegal in Israel verkauft werden soll. Auch wenn der Verkäufer sagt, er sei echt, legal ist er damit nicht. Bezeugen die Löcher in der Wüste, dass hier Kriminelle am Werk waren? Auf die Schätze des alten Ägypten haben es Diebe seit jeher abgesehen. Das ist eine alte Praxis. In Bezug auf Kriminalität ist es das zweitälteste Gewerbe. Einer der berüchtigsten Grabräuber lebte zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Italiener Giovanni Belzoni war ein Meistergrabräuber. Seine speziellen Fähigkeiten prädestinieren ihn dafür. Er arbeitete beim Zirkus und war ein autodidaktischer Ingenieur. Wohlhabende Europäer heuerten ihn an, Objekte für sie zu besorgen. Belzoni stiehlt eindrucksvolle Artefakte in Ägypten. Und er erweist sich dabei als überaus dreist. Belzoni ließ die Büste von Ramses II. Vor dem Ramesseum entfernen und über den Nil nach Kairo transportieren, um sie nach England zu verschiffen. Er stiehlt unbezahlbare Schätze und zerstört dabei andere. Am Tatort hinterlässt er sogar stolz seine Visitenkarte. Belzoni scheute sich nicht, überall seinen Namen zu hinterlassen. Wenn man heute als Tourist in die Grabkammer der Pyramide von König Chephren auf dem Gizeh-Plateau steigt, findet man den Namen Belzoni groß an den Wänden. Belzonis Geschichte zeigt, wie weit Grabräuber gehen, um ägyptische Objekte zu stehlen. Heute helfen Satellitenbilder, den Grabräubern des 21. Jahrhunderts auf die Spur zu kommen.
Wenn Archäologen Satellitenbilder von vor 10 Jahren mit Bildern von heute vergleichen, sehen sie mehr Löcher in der Erde als vorher. Die Löcher tauchen nahe archäologischer Stätten auf. Tatsächlich handelt es sich um tiefe vertikale Schächte, gegraben von Dieben auf der Suche nach alten Schätzen. Es gibt wirklich einen Wettlauf zwischen Archäologen, die alles ordnungsgemäß aufzeichnen und ausgraben wollen, und Grabräubern, die so viel stehlen wie nie zuvor in Ägypten. Aber warum diese Zunahme illegaler Grabungen? Gibt es einen Zusammenhang mit der ägyptischen Revolution im Jahr 2011 und den anschließenden jahrelangen Unruhen? Experten nehmen an, dass es mitten im Chaos zu Plünderungen wichtiger Stätten gekommen war. Manchmal ist es nur so, dass ein paar Leute hier oder da ein Loch gruben. In anderen Fällen erfolgte die Plünderung systematisch. Wenn die Leute da eindrangen und wertvolle Objekte mitnahmen, zerstörten sie die Städte und verursachten irreparablen Schaden. Die rücken mit Baumaschinen und Bulldozern an. Sie tragen Teile des Geländes ab, um schnell an Material zu kommen, das sie verkaufen können. Zwischen 2011 und 2013 gibt es jährlich durchschnittlich 38.000 Plünderungen an archäologischen Stätten Ägyptens. Artefakte werden in großem Stil gestohlen, um einen globalen Markt zu bedienen. Die Käufer dieser Artefakte leben meist in wohlhabenden Ländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Dieser Handel macht Archäologen Sorgen. Doch solange Leute für gestohlene Artefakte bezahlen, wird es andere geben, die stehlen. Die größten Grabräuber sind die Käufer. Wenn die Nachfrage zurückgeht, hört der Grabraub auf. Altägyptische Grabkammern sind mit Wandmalereien dekoriert, angefertigt von hochqualifizierten Handwerkern. Diese Künstler experimentieren mit Pigmenten und kreieren besondere Farben. Erst die moderne Wissenschaft entschlüsselt deren geniale Formeln und entdeckt überraschende Eigenschaften der Farben. Das weltweit erste künstliche Pigment wird vor 4600 Jahren hergestellt. Ägyptisch Blau. Ägyptisch Blau hatte im gesamten Altertum eine enorme Bedeutung. Jetzt glauben Forscher, dass dieses Material die forensische Wissenschaft revolutionieren kann. Kann man mit Ägyptisch Blau heutige Verbrechen aufklären? Für die alten Ägypter ist die Farbe Blau göttlich. Die Farbe steht für Fruchtbarkeit, Schöpfung und für alles, was mit dem Himmel zu tun hat. Sie würden die wertvolle Farbe gerne in der Kunst verwenden. Doch es gibt ein Problem. Blau ist selten in der Natur. Es kommt nicht in vielen Substanzen vor. Rot- und Gelbtöne sind häufige Pigmente. Aber Blau ist schwer zu erzeugen. Doch um 2600 vor Christus machen die alten Ägypter bei der Herstellung von Farben offenbar eine geniale Entdeckung. Man kann ziemlich sicher sagen, die Ägypter waren großartige Chemiker, die experimentierten. Die Ägypter benutzten zur Herstellung von Ägyptisch Blau bekannte Zutaten wie Sand, Kupfer und Calcium. Die kommen häufig vor. Die Mischung wird in Tongefäßen im Brennofen mehrere Tage bei 900 bis 950 Grad erhitzt. Das fertige Produkt wird anschließend zermahlen. So entsteht das weltweit erste künstliche Pigment. Mit chemischem Namen. Calcium-Kupfer-Tetrasilikat. Seine Farbe, ein markantes Blau. Die alten Ägypter waren sehr einfallsreich. Es gab kein Problem, das sie nicht durch Hartnäckigkeit und Nutzung der verfügbaren Ressourcen lösen konnten.
Dieses leuchtende Blau verblüfft bereits die alte Welt. Jetzt, tausende Jahre später, begeistert sie Forensiker, die deren ungeahnte Eigenschaften entdecken. Vor Jahrhunderten werden solche Reliefs mit dem berühmten Pigment bemalt. Für das bloße Auge wirkt die Farbe verblasst. Doch mit einer Hightech-Infrarotkamera und den richtigen Lichtverhältnissen erkennt man Reste des leuchtenden Pigments ägyptisch-blau. Diese jahrtausendealte Farbe ist mit moderner Technik zu sehen. Trotz Unterschieden in Temperatur, Sauerstoffgehalt und Lichtverhältnissen ist sie noch da, tausende Jahre später. Die alten Ägypter haben das besondere Blau bei der Herstellung vielleicht rein zufällig so beständig gemacht. Wenn auch mit bloßem Auge nicht sichtbar, ist es doch Jahrtausende später noch nachweisbar. 2016 will ein Forscherteam im australischen Perth ein altes forensisches Problem mit Hilfe der Leuchtkraft und Haltbarkeit von ägyptisch-blau lösen. Die Sicherung von Fingerabdrücken. Das könnte sehr bedeutend für die Forensik sein. An einem Tatort stäuben Forensiker die Oberflächen mit einem kontrastfarbenen Pulver ein. Das haftet an vorhandenen Fingerabdrücken. Bisheriges Fingerabdruckpulver besteht aus Pflanzenharzen oder Ruß. Doch auf manchen Oberflächen führt das herkömmliche Pulver nicht zum gewünschten Ergebnis. Moderne Technik, Polymerbanknoten, stark gemusterte Flächen. Auf solchen Oberflächen kann man nur schwer Fingerabdrücke nehmen. Forscher sind fasziniert von ägyptisch-blau, weil man damit auch auf gemusterten Flächen Fingerabdrücke nehmen kann. Stäubt man die Abdrücke damit ein, treten sie im wissenschaftlichen Prozess deutlicher hervor als bei üblichen Methoden. Das Forschungsteam der Curtin University in Perth ist entschlossen, dieses Material forensisch zu nutzen. Dazu muss es zunächst nach dem alten Rezept hergestellt werden. Die relevanten Substanzen werden gemischt, mehrere Tage erhitzt und dann in mikroskopisch kleine Partikel zermahlen. Dann werden damit Fingerabdrücke auf einer Polymerbanknote bestäubt, einer Oberfläche, auf der herkömmliches Pulver oft versagt. Unter Weißlicht werden die behandelten Oberflächen mit einer Spezialkamera fotografiert. Mit verblüffendem Ergebnis. Obwohl man auf dieser Oberfläche meist keine Fingerabdrücke nehmen kann, mit dieser Substanz, dem ägyptisch-blau, funktioniert es. Die Forscher vergleichen Tests an Getränkedosen. Zuerst nehmen sie herkömmliches Pulver, dann ägyptisch-blau. Das Blau ist besser. Auch auf problematischen Oberflächen wie gemusterten Fliesen und Glas liefert es ausgesprochen deutliche Fingerabdrücke. Mit bloßem Auge sieht man es zwar nicht, aber unter Infrarotlicht leuchtet es. Die Leuchtkraft des Pigments bleibt jahrhundertelang erhalten und macht diese Substanz so zu einem geeigneten Instrument für die Strafverfolgung. Unglaublich. Mit dem synthetischen Pigment ägyptisch-blau wird eine uralte Technik im 21. Jahrhundert verwendet. Verrückt. Mit ägyptisch-blau kann man bald auf Verbrecherjagd gehen. Die Geschichte des ägyptisch-blau ist beispielhaft für eine Gesellschaft, die sich durch große Erfindungen und Können auszeichnet und in Wissenschaft und Kunst Herausragendes leistet. Auch im Alltag, sogar bei den Regeln der Schönheitspflege, zeigt sie sich erfindungsreich. Und das gilt sowohl für diesseits wie jenseits. Im altägyptischen Amarna entdecken niederländische Archäologen Skelettreste einer alten Frau.
Am Schädel befestigt ist mehrfarbiges geflochtenes Haar. Plötzlich rief sie, sie hat Extensions. Der Leichnam ist skelettiert, aber das Haar ist erhalten und gestylt mit diesen erstaunlichen Extensions. Das Team ist verblüfft. Warum sind die Haare erhalten, wenn der Körper verfallen ist? Und was bedeuten die schmückenden Zöpfe? War das etwas Besonderes? Hatte sie eine spezielle Bedeutung? Es gibt so viele Rätsel. 2014. Das Forscherteam untersucht das seltsame Skelett am Fundort. Das weibliche Skelett lag in einem Standard-Grubengrab im Sand. Das Ausgrabungsteam findet jedoch nicht nur dieses eine Skelett. Es entdeckt einen riesigen Friedhof mit unzähligen, bescheidenen Gräbern. Hier sind die Armen bestattet. Schnell war klar, dass die Frau kein Einzelfall ist. Es gab dort noch hunderte anderer Skelette. Auch in anderen Gräbern finden sie Haarteile, die am Schädel der Toten befestigt sind. Jeder Kopf, eine Frau nach der anderen, hatte Haarverlängerungen. Experten untersuchen die Knochen dieser Frauen. Sie hoffen auf Hinweise, die die Haarteile erklären. 1346 vor Christus verlagert Pharao Echnaton die Hauptstadt Ägyptens von Theben nach Amarna. Archäologische Hinweise belegen, die Einwohner hatten lebenslang hart arbeiten müssen. Die Skelettüberreste sprechen für ein hartes Leben. Die Menschen hatten sehr starke Arme und große Muskeln. Bei vielen ist das Rückgrat beschädigt, weil sie schwer tragen mussten. Viele Menschen hatten ernsthafte gesundheitliche Probleme. Diese Frauen sind Arbeiterinnen und halten die Hauptstadt am Laufen. Nach ihrem Tod werden sie auf einem Massenfriedhof bestattet, in Matten gewickelt und einfach in den Sand gelegt. Man hat nur simple Gräber ausgehoben und dort die einfachen Leute von Amarna begraben. Die Leichen sind nicht einbalsamiert, denn diese Praxis ist der Elite vorbehalten. Nur noch die Knochen sind übrig und das perfekt erhaltene Haar. Es wird in einem Labor in Kairo untersucht, um herauszufinden, warum es nicht zersetzt ist. Offenbar wurden die Haare mit tierischen Fetten behandelt. Wer in einem so trockenen Klima lebt, fettet das Haar ein. Mit Fett hat man sich auch parfümiert. Alles, was gut roch, wie getrocknete Blumen oder Harze, wurde in Fett aufgelöst. Das hat das Haar über 3500 Jahre konserviert. Analysen der Fette im Haar ergeben, sie stammen von Kühen und Ziegen und werden zu Gel verarbeitet, damit sie leichter aufzutragen sind. Sie haben ihr Haar mit speziellen Produkten gestylt und geschützt. Diese Substanzen bleiben erhalten, Jahrtausende. Die Labortechniker sind erstaunt. Die Haare, aus denen die Zöpfe geflochten sind, stammen von mehreren Menschen. In Amarna wurden weitere Personen mit Haarverlängerungen gefunden, aus Eigenhaar oder mit anderen Farben und Texturen. Sie haben Extensions aus Menschenhaar benutzt. Vielleicht konnten junge Mädchen ihr Haar spenden oder verkaufen. Die Zöpfe selbst sind auffällig straff und ordentlich geflochten. Nun glauben Experten, der Aufwand für diese Arbeit sei zu groß, um sie in den letzten Momenten einer sterbenden Frau zu erledigen. Wahrscheinlich geschieht all das nach dem Tod, in Vorbereitung auf die Beerdigung. Die Einbalsamierung konnten sie sich nicht leisten, dafür aber andere Maßnahmen mit Blick auf das Jenseits. Die Forscher fragen sich, welche Bedeutung die Haarteile für die armen Frauen in den Gräbern haben. Liefern die komplexen ägyptischen Bestattungsrituale den Hinweis? Wohlhabende Menschen wurden in prächtigen Steingräbern bestattet. Sie sind aus Fels gehauen und schön dekoriert.
Der Rest, die arbeitende Bevölkerung, wurde in einem Erdloch begraben. Pharaonen lassen ihre Gräber mit goldenem Thron, Schmuck, Parfüm und Wein füllen. Ihr Reichtum soll auch im Jenseits verfügbar sein. Das Einzige, was eine arme Arbeiterin ins Leben nach dem Tod mitnehmen kann, ist die aufwendige Haarverlängerung. Eine neue These erklärt, warum ein Haarteil nach dem Tod so bedeutsam ist. Möglicherweise wird es Göttin Hathor geopfert. Als Göttin der Liebe und Schönheit soll sie im Jenseits der Verstorbenen helfen, wiedergeboren zu werden. Hathor war die Göttin der Weiblichkeit und der Toten. Der ägyptische Mythos hebt vor allem ihr unverwechselbares, schönes Haar hervor. Hathor war eine Muttergöttin, die sich durch schöne Haare und Locken auszeichnete. Wenn sie eine Frau als ihresgleichen erkannte, war ihr ein herrliches Leben im Jenseits gewiss. Die Frauen in Amarna nutzen ihren einzigen Schatz, um die Aufmerksamkeit dieser Göttin zu gewinnen. Vielleicht nutzten diese Frauen Haarverlängerungen, um mit ihr in Verbindung zu treten, beim Übergang in die jenseitige Welt. Offenbar dient das postmortale Haarritual dazu, dass sie für ihr ewiges Leben im Jenseits so schön wie möglich sind. Haare und Schönheit waren den alten Ägyptern sehr wichtig. Gut auszusehen bedeutete alles. Die Menschen wollten schön sein. Sie machten sich schön, im Leben und im Tod. So wie sie im Jenseits leben wollten, wurden sie begraben. Die armen Arbeiterinnen von Amarna kaufen sich von dem wenigen Geld, das sie haben, kostbare Haarteile. Dieser Kopfschmuck sorgt dafür, dass Göttin Hathor sie erkennt und in der Ewigkeit des Jenseits willkommen heißt. Die kostbaren Haarverlängerungen der in Amarna bestatteten Frauen zeugen von Einfallsreichtum. Viele altägyptische Erfindungen und Errungenschaften sind bekannt, weil Aufzeichnungen darüber berichten. Die dafür eigens entwickelten Hieroglyphen gehören zu einer der ersten Schriftsprachen der Welt. 2017. Eine Felswand 80 Kilometer südlich von Luxor. Voller Staunen entdecken Archäologen hier riesige Hieroglyphen. Jede ist 2 Meter hoch. Warum sind die so groß? Wie eine altägyptische Werbetafel. Die Zeichen sind mit die frühesten, die man je gefunden hat. Sie sind mehr als 5000 Jahre alt. Älter als die Pyramiden und die Sphinx. Das war das Letzte, das wir erwartet hätten. Jetzt wollen Experten diese uralten Symbole und deren Botschaft entschlüsseln. Was sollen uns die Hieroglyphen sagen? Nahe einer alten Kreuzung beim Dorf El Kawi untersucht ein Team der Yale University unter Leitung von Professor John Darnell die frühesten Hieroglyphen dieser Größenordnung. Diese großen Zeichen im öffentlichen Raum direkt am Weg sollten von weitem zu sehen sein. Die rätselhaften Hieroglyphen datieren auf etwa 3200 vor Christus. Drei von ihnen stellen Vögel dar. Zwei große Störche stehen Rücken an Rücken. Dazwischen und darüber ist ein Ibis. Professor Darnell erkennt die Symbole sofort. Diese Anordnung stellt für die Ägypter den Horizont dar. Zwei Horizonthügel und dazwischen geht die Sonne auf. Der Sonnenzyklus. Das ist eine Darstellung kosmischer Macht. Der Sonnenzyklus ist der tägliche Sonnenauf- und Untergang. Er beeinflusst das Leben und das Jenseits. Die altägyptische Religion ist im Kern eine Sonnenreligion. Kosmische Macht. Sonnenzyklus.
Erste Hinweise auf die Bedeutung der Botschaft an der Felswand. Die dritte Hieroglyphe scheint auf den ersten Blick nicht so einfach zu entschlüsseln. Professor Danell ist Experte für die frühägyptische Ikonographie. Er hat diese Hieroglyphe schon einmal gesehen. 1995 macht er mit seinem Team bei Gebel Chauti, 40 Kilometer nordwestlich von Luxor, eine bemerkenswerte Entdeckung. Er untersucht dort Felsritzungen, die ebenfalls mehr als 5000 Jahre alt sind. Das Skorpion-Tableau ist eine Felskunstszene mit ersten Hieroglyphen. Es stammt wohl aus der gleichen Zeit wie die Inschrift von El-Khawi. Das Skorpion-Tableau zeigt König Skorpion im Kampf. König Skorpion ist der erste Herrscher des vereinten Oberägypten. Neben der Königsfigur befindet sich ein bekanntes Symbol. Die Symbole auf dem Skorpion-Tableau ähneln jenen, die das Yale-Team gefunden hat. Dasselbe Zeichen gibt's auch im Tableau. Professor Danell hat eine Theorie zu diesem Zeichen, das im gleichen Zeitraum in beide Wände geritzt wird. Ein Stierkopf an einer Stange. Beide identisch. Über die Bedeutung des Stiers kann ein berühmtes Objekt aus dem alten Ägypten Aufschluss geben. Es ist ebenfalls mehr als 5000 Jahre alt. Die Narmer-Palette. Die sogenannte Narmer-Palette weist viele Bilder auf, die wohl die Vereinigung Ägyptens durch einen König zeigen. Narmer erscheint als wütender Stier, der einen Feind zertrampelt und die Mauern einer feindlichen Festung einreißt. Sie zeigt königliche Autorität, die das Land übernimmt. Im Ägypten vor 5200 Jahren symbolisiert die Figur des Stiers den königlichen Anführer. Der Stier ist ein Machtsymbol. Das Stiersymbol stellt den Herrscher dar, den Pharao von Ägypten. Jetzt lassen sich die ältesten Hieroglyphen dieser Größe an der Felswand von El-Khawi deuten. John Darnell kann deren Botschaft entschlüsseln. Das scheint eine Anweisung zu sein. Ab heute gibt es eine zentrale Autorität, ein Zentrum für religiöse Aktivitäten und einen Vertreter der kosmischen Mächte auf Erden. Der König demonstriert absolute Autorität. Dieses Plakat wirbt für königliche Macht und Kontrolle. Der König ist für den Sonnenzyklus verantwortlich. Das macht ihn zum Gott. 3200 vor Christus wird diese Botschaft mit großen Hieroglyphen in die Felswand geritzt. Jeder, der hier vorbeikommt, soll wissen, wer die Kontrolle über das Land und den Himmel übernommen hat. Der Pharao. Nachdem der Code der Hieroglyphen geknackt ist, werden viele Aspekte der ägyptischen Kultur anschaulich. Zum Vorschein kommt eine enorm fortschrittliche Gesellschaft. Insbesondere auf dem Gebiet der Medizin. Eine Mumie mit einem Holzzeh gibt Rätsel auf. Eine frühe Prothese? Kannten sie schon Medizin und Chirurgie Jahrhunderte vor den Griechen? Oder gehört das zur Bestattung? Ist dieses Teil zu Lebzeiten getragen worden? Oder sollte es die Mumie vervollständigen für das Jenseits? Man muss Magie und Medizin trennen. Dieses seltsame Objekt wird in einem Grab westlich von Luxor entdeckt. Der Zeh befindet sich am Fuß einer weiblichen Mumie und ist fast 3000 Jahre alt. Sie fanden die weibliche Mumie mit einer Zehe aus Leder und Holz, die am Fuß befestigt war. Viele Experten glauben, das Objekt sei der Ersatz für einen fehlenden Zeh und beim Einbalsamieren hinzugefügt worden. Man nimmt an, dass er angebracht wurde, um den Körper im Jenseits zu vervollständigen. Die Person sollte den Zeh nutzen können.
Archäomediziner der Universität Manchester sind nicht überzeugt. 2011 untersuchen sie den Verschleiß am Zeh. Danach gehen sie davon aus, dass diese voll funktionsfähige Prothese zu Lebzeiten getragen worden war. Forscher der Universität Manchester wollten die These überprüfen. Sie fanden zwei Freiwillige, bei denen jeweils der rechte große Zeh fehlte. Techniker erstellen eine Nachbildung des Holzzehs. Sie befestigen diese an den Füßen der Freiwilligen. Die versuchen damit zu gehen und werden dabei gefilmt. Wenn der Zeh funktionstüchtig ist, wäre er die früheste funktionierende Prothese und würde bestätigen, dass die ägyptische Medizin dem Rest der Welt damals weit voraus ist. Weist uns die Entdeckung eines Zehs an einer Mumie in die richtige Richtung? Ägyptologen untersuchen alte medizinische Papyri, die Mitte des 19. Jahrhunderts auftauchen, als der Schwarzmarkt mit diesen Schriftrollen boomt. Einige Dokumente weisen darauf hin, dass ägyptische Ärzte weitaus mehr medizinische Kenntnisse besaßen, als wir dachten. Der Inhalt der Papyri zeugt von fundiertem Wissen der Altägypter über den menschlichen Körper. Die Ägypter wussten, dass das Herz Flüssigkeiten durch den Körper pumpt. Sie begriffen die Funktion bestimmter Organe. Sie wussten mehr über Anatomie als jede andere alte Zivilisation. Der nach Edwin Smith benannte Papyrus belegt die fortschrittliche medizinische Expertise der Ägypter. Das ist ein Handbuch für Verletzungen. Die Ägypter wenden Methoden an, die der modernen Behandlung von körperlichen Traumata ähnlich sind. Die Ägypter hatten gute Kenntnisse in praktischer Medizin, Chirurgie, Orthopädie und Verletzungen. Tiefe Wunden wurden genäht. Sie waren sehr gut im Nähen. Die alten Ägypter verwenden sogar Werkzeuge, die mit denen der modernen Chirurgie vergleichbar sind. An Gräbern oder in Tempelanlagen sieht man manchmal medizinische Instrumente, die den heutigen sehr ähneln. Die Ägypter gehören zu den ersten, die wussten, wie der menschliche Körper funktioniert. An der Manchester University wollen Ägyptologen diese medizinische Kenntnis testen. Die Freiwilligen sollen in altägyptischen Sandalen 10 Meter auf einem Weg gehen. Zuerst mit der nachgebildeten Zehenprothese, dann ohne. Das Ergebnis überrascht. Sie half beim Ausbalancieren und könnte tatsächlich eingesetzt worden sein. Die nachgebildete Holzzehe erleichtert den Testteilnehmern das Gehen in Sandalen. Der Zeh war eine funktionierende Prothese. Das war faszinierend. Wir waren überrascht. Der Zeh konnte lebenslang als Prothese dienen. Experten glauben, der künstliche Zeh habe auch der weiblichen Mumie zu ihren Lebzeiten das Gehen erleichtert. Er ist sogar größenverstellbar. Er trug dazu bei, dass sie das Gleichgewicht halten und gehen konnte. Die altägyptische Medizin war weitaus fortschrittlicher, als wir ihr zugetraut haben. Technisch, wissenschaftlich und medizinisch waren die alten Ägypter fortschrittlich. Das ist die älteste funktionierende Prothese, die man gefunden hat. Durch dieses Objekt und die Informationen in den alten Papyri erscheint das medizinische Wissen des Altertums in völlig neuem Licht. Alte Zivilisationen werden häufig als rückständig angesehen, nicht aber die Ägypter. Sie gehören zu den fortschrittlichsten Zivilisationen im Bereich der Medizin. Vor 2500 Jahren haben die alten Ägypter ein medizinisches Wissen, das lange Zeit danach verschollen ist.